88 Tasten, 1000 Emotionen, das Klavier. Salzburg. Hier wurde der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart geboren. Pianist Pierre-Laurent Aimard wird ihn heute spielen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen für das Konzert im großen Saal des Mozarteums. Der Star des Konzerts kommt aus dem Keller. Ein Steinway-Flügel. Keiner kennt das Instrument besser als Stefan Knüpfer. Er ist Cheftechniker von Steinway Österreich und stimmt die Flügel der besten Pianisten der Welt. Knüpfer muss die Klaviermechanik auswechseln. Die vorherige passt vom Klangvolumen nicht zum Raum und nicht zu den Stücken, die heute gespielt werden sollen. Knüpfer hat deshalb auf Konzerten immer mehrere Mechaniken dabei. Der Flügel kam gestern aus Wien. Dort lagert Steinway das Instrument und schickt es zu allen Konzerten von Pierre-Laurent Aimard. Es ist der Lieblingsflügel des Pianisten. Knüpfer steht vor einer Herausforderung. Der Pianist wird Mozart und Bartok spielen. Die Mechanik, die er sich gewünscht hat, ist mehr für Mozart geeignet. Jetzt muss der Klaviertechniker dafür sorgen, dass Pierre-Laurent Aimard trotzdem den optimalen Klang für Bartok erhält. Eigentlich ist das ganze Regulieren, Intonieren, Stimmen eigentlich nichts weiter als ein Spiel mit Energie und Zeit. Das heißt, wir verändern Prozesse in der Mechanik, wir verändern Energiemengen, die auf den Resonanzboden treffen und dort in Klang umgewandelt werden. Das heißt, wenn es, ganz einfach gesprochen, wenn es zu laut ist, bedeutet das nichts weiter, als dass der Resonanzboden zu viel Energie bekommt. Und gestern Abend hat er mal eben mit der anderen Mechanik gespielt, was ganz, ganz großer Erfolg war. Und für heute hat er sich diese Mechanik gewünscht, in diesem Kontext, in diesem Raum, mit diesem Programm. Und die muss ich aber noch ein bisschen einstellen. Aber es kann also sein, dass es schon Nacharbeiten gibt. Es kann sein. Stefan Knüpfer verändert die seitlichen Abstände der Hammerköpfe. Damit bekommt der Flügel mehr Obertöne. Er soll heller klingen. Ich finde das einen ganz großen Irrtum unserer Zeit, nichts in ein gutes Klavier zu stecken, von dem Pianisten aber Höchstleistungen zu erwarten. Ich habe das mal verglichen, weil das oft Menschen gar nicht verstehen, warum ein Klavier wichtig ist. Und ich habe das mal verglichen mit Skiern. Stellen Sie sich vor, Sie haben beim Hahnenkamm, ja, in Kitzbühel, haben Sie schlechte Skier oder Sie hauen Nägel unter die Skier und dann erwarten Sie, dass einer da gut fahren würde. Nicht? Das geht einfach nicht. Beim Pianisten spielt das alles keine Rolle. Der wird kritisiert, wenn er nicht gut war. Da wird nicht Frage gestellt, ob er überhaupt spielen konnte auf einem Instrument, was vielleicht 95% schlecht ist. Stefan Knüpfer besitzt nicht nur technische und physikalische Fähigkeiten. Er muss auch psychologisches Einfühlungsvermögen haben. Er muss fühlen, was der Pianist will. Denn Töne sind schwer zu beschreiben. Er und Pierre-Laurent Aimard kennen sich seit 12 Jahren. Dennoch ist jedes Konzert für beide eine neue Herausforderung. Der Pianist hat jetzt Probe. Danach wird sich herausstellen, ob Stefan Knüpfer die Mechanik richtig eingestellt hat. Der Pianist weiß die Arbeit von Stefan Knüpfer sehr zu schätzen. Diese Leute sind wirklich ein Schatz in einer Welt, wo die Qualität von den Instrumenten bekommt schwächer und schwächer. Wir brauchen diese Leute. Und dass also ein Stern wie Herr Knüpfer macht, was er macht mit Instrumenten, ist für unsere Welt wesentlich. Ein schönes Instrument ist unglaublich attraktiv und man kann dann in magische Verbindung mit dem Instrument kommen. Und das bleibt im ganzen Wesen. Es ist auch sehr körperlich, selbstverständlich. Sehr akustisch, aber sehr emotionell auch.
Die Probe mit dem Violinisten Thomas Zehetmeier verläuft harmonisch. Doch der Pianist ist nicht zufrieden mit dem Flügel. Schaffbar ist. Ich glaube, dass der Klang wird besser sein. Stefan Knüpfer muss die Mechanik erneut auswechseln. Jede Klaviermechanik besteht aus mehr als 6000 Einzelteilen und funktioniert ähnlich präzise wie ein Uhrwerk. Jede noch so kleinste Veränderung ist hörbar. Nicht für jeden, aber für den Pianisten und für Stefan Knüpfer. Es ist die Suche nach der Perfektion. Erst wenn Pierre-Laurent Aimard den gewünschten Klang bekommen hat, darf der Cheftechniker den Saal verlassen. Dann darf niemand mehr vor dem Konzert den Flügel berühren. Werden wohl die berühmtesten Klaviere und Flügel der Welt gebaut und von dort aus in die ganze Welt verschickt. Seit 1880 werden bei Steinway & Sons die Instrumente von Hand gefertigt. Ein Jahr dauert der Bau eines Flügels, 2 Jahre, bis das Holz zuvor die richtige Trocknung erreicht hat. Ein Flügel braucht Zeit. In der Hamburger Manufaktur arbeiten knapp 400 Mitarbeiter. Fast alle sind ausgebildete Klavierbauer und schon seit Jahrzehnten bei Steinway. Wenn man bei uns im Treppenhaus entlang geht, dann sieht man, seit es Steinway 1880 in Hamburg gibt, die Namen von den Mitarbeitern, die ein 25-jähriges, 40-jähriges oder auch 50-jähriges Jubiläum gefeiert haben, in Rahmen ausgestellt. Und das ist vielleicht eine Zutat, die besonders ist. Denn wenn man sich vorstellt, dass jemand 25, 40, 50 Jahre lang mit Holz umgeht und das Holz in die Hand nimmt, dann weiß der in einer Zehntelsekunde mehr als jeder Mikrochip hier rauskriegen wird. Und vieles von dieser persönlichen Erfahrung und auch der persönlichen Hingabe unserer Mitarbeiter geht natürlich irgendwie auch in die Instrumente hinein. Kai Backhaus ist Klavierbauer. Er arbeitet seit 25 Jahren in der Abteilung Mechanik. Ich stelle hier ein, den Winkel, in dem der Fänger steht, weil er soll, wenn er hier den Hammerkopf fängt, muss der Winkel stimmen, damit der Hammer tief genug reinrutschen kann in den Fänger, weil das ist ja die Funktion. Und es muss auch stimmen, die Höhe, in der der Kopf gefangen wird, damit Hammerkopf möglichst schnell wieder anschlagsbereit ist für die Repetition, damit ich trällern kann zum Beispiel. Und das muss eingestellt sein, sowohl die Höhe als auch die Schmiege nennen wir das, der Winkel, in dem der Fänger steht. Wenn ich mir überlege, ein Pianist, der drückt hier mit seinen Gefühlen aus, ich liefere ihm quasi die Grundlage dafür. Damit kann ich mich natürlich hervorragend identifizieren. Also das brauche ich gern im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist was anderes als nicht so trivial wie vielleicht ein Kugelschreiber oder was. Man baut ja alles irgendwie. Und insofern ist das wunderbar für mich. Also das kann ich schon sagen. Sonst wäre ich auch nicht 25 Jahre hier. Nur die edelsten Hölzer werden einmal ein Steinway-Flügel. Der Rimm, das Flügelgehäuse, besteht aus bis zu 20 Schichten Ahorn und Mahagoni. Der Rimmbiegeprozess wurde 1880 patentiert. Ahorn und Mahagoni besitzen eine hohe Schallleitfähigkeit. Das Holz wird Schicht für Schicht verleimt. Dadurch wird es feucht und kann bei 65 Grad Wärme 3 Stunden lang im Biegebock geformt werden. Danach muss das Gehäuse 5 Monate trocknen. Die Mitarbeiter sind stolz, dass sie Instrumente bauen, die in der ganzen Welt begehrt sind. Wie zum Beispiel ein spezieller Flügel für 1 Million Dollar. Es gab mal so einen chinesischen Kunsthändler und der hat also wirklich das teuerste Instrument sich bauen lassen. Spezielle Furniere, Intarsienarbeiten mit Pfauen, also das war wirklich was ganz Besonderes. Also dann davor zu stehen und zu sagen, wow, da haben meine Kollegen und ich daran teilgehabt, also das ist schon auch schön. Die Gussplatte ist aus Eisen gegossen und wird vergoldet. Sie gilt als Rückgrat des Klaviers.
Durch die Saiten lastet später auf der Gussplatte eine Zugkraft von bis zu 20 Tonnen. Sie ist das schwingungsärmste Teil des Klaviers. Steinway stellt fast alles, was ein Klavier braucht, selbst her. Die Basssaiten sind aus Stahl und werden mit Kupfer umwickelt. So werden sie schwerer und erreichen einen tieferen Ton als die reinen Stahlsaiten, die für den oberen Tonbereich verwendet werden. Ein Konzertflügel hat 230 Saiten. Klaus Samann ist Tischler und seit 23 Jahren im Betrieb. Er arbeitet am Herzstück des Klaviers, dem Resonanzboden. Der verstärkt die Schwingungen der Saiten und gilt als der wichtigste Klangkörper. Er besteht aus langsam gewachsener Sitka-Fichte aus Alaska. Das Holz hat sehr enge Jahresringe, was für erstklassige Klangqualität sorgen soll. Das Holz darf kein Harz, keine Astlöcher und keine Unregelmäßigkeiten haben. Steinway ist die einzige Klaviermanufaktur in Europa, welche die Resonanzböden noch selbst herstellt. Die komplette Fertigung darf nicht gezeigt werden. Sie wurde patentiert und ist zum Teil geheim. Sven Jeske spannt seit 13 Jahren Saiten. Dafür gibt es kein Maß, nur Fingerspitzengefühl. Die Saiten werden ja so lange gespannt und wieder gedehnt, bis sie fast am Zerreißpunkt sind. Jetzt sind sie in den 90% Zerreißpunkt. Aber dann klingt der Ton auch sehr klar. Also man muss dahin. Aber man kann nicht sofort dahin. Da würde die Saite immer reißen, das Material würde nachgeben. Einfach muss sich das Material wieder entspannen. Ne? Und insofern ist das auch was Schönes, weil das Material dann auch zeigen kann, von welcher Güte es ist. Denn nur wenn alles eine hohe Qualität hat, macht es auch eben diese Belastung mit. Jeder Steinway muss durch den Härtetest. Jedes Instrument wird auf seine Widerstandsfähigkeit getestet. Die Tasten werden 10.000 Mal in der Stunde angeschlagen. Mit Hingabe poliert Klaus Osterloh einen Flügel. Den Tiefenglanz erreichen wir hier nur durch 6 Schichten Lack und das Finish oder beziehungsweise das Können, einen Flügel zu polieren. Und bis man das kann, vergehen ein paar Jahre. Viele sagen zu uns, wir ertrinken hier fast in dem Flügel. So eine Tiefe hat der vom Glanz her. Und wir sind an so einem Flügel also knapp eine Woche bei. Nach dem Lackieren muss der Flügel 3 Wochen trocknen. Zeitdruck gibt es bei Steinway nicht. An Wiebke Wunstorf kommt kein Flügel vorbei. Seit 34 Jahren gibt die Chefintonneurin den Instrumenten den letzten Schliff. Was wir wollen, ist eigentlich nur Brillanz. Wir wollen einen kraftvollen Ton, der sauber und klar ist und trotzdem Kraft hat. Und das ist schwierig. Vor allen Dingen schwierig, eine Gleichmäßigkeit zu erreichen. Also je mehr man rausnimmt, je mehr man an Brillanz raussticht, desto weicher wird es und desto gleichmäßiger, was wir eigentlich wollen, aber nicht auf Kosten der Brillanz. Durch das Stechen wird der Filz der Hammerköpfe elastischer. Die Schärfe des Tons wird reduziert, er wird weicher. Es ist so, dass schon vor mir 3 Leute an der Intonation gearbeitet haben. Ungefähr 9-10 Stunden insgesamt. Und die sind in der Regel relativ fertig. Und es sind nur noch kleine Feinheiten, die ich höre und die ich auch verändere. Kein Instrument gleicht dem anderen, wenn es fertig ist. Das macht einen Steinway aus. Für die Kunden ist es häufig ein langer Weg, sich für ein Modell zu entscheiden. Ein Flügel auszuwählen heißt, ein Partner auszuwählen, mit dem man intimste Empfindungen teilt. Und der Flügel muss einfach den Pianisten verstehen. Und der Pianist muss auch den Flügel verstehen. Also man muss sich auch aufeinander einspielen. Und ich finde es immer wieder ganz erstaunlich, wenn man über Flügel spricht. Wir beschreiben sie, wie wir Menschen und Personen besprechen. Und Flügel leben. Und wir Pianisten sowieso. Und um den richtigen Partner zu finden, da fliegt man dann auch schon mal von Sydney nach Hamburg. Robert Benz kommt von der Musikschule Mannheim und möchte 2 Flügel für den Musikunterricht kaufen.
Er wird heute 10 verschiedene Instrumente ausprobieren. Eine Auswahl kann bis zu 8 Stunden dauern. Robert Benz sucht 2 Flügel, die mit ihm kommunizieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel Töne auf dem einen Instrument anschlage, auf dem nächsten Instrument anschlage, höre ich Unterschiede. Zum Beispiel ein Instrument antwortet, macht ganz genau fein das, was ich glaube, mit den Fingern zu machen. Beim anderen habe ich das Gefühl, das macht es gar nicht oder macht es weniger. Also gar nicht, das wäre jetzt viel zu extrem gesagt. Ne? Und so ist das schon. Also der Pianist spielt etwas und erwartet sozusagen einen bestimmten Ton. Und wenn der nicht kommt, fühlt man sich nicht wohl am Instrument. Der Musiklehrer kauft bereits 1 Stunde später 2 B-Flügel für jeweils 88.000 Euro. 12.000 Einzelteile, die in Handarbeit zusammengefügt werden, haben ihren Preis. In der Zürcher Musikschule Hug ist es nicht wichtig, ob das Klavier teuer war, auf dem man spielt. Es zählt, dass man Freude an der Musik hat. Justin ist 6 Jahre alt und spielt seit 1,5 Jahren Klavier. Er wollte es selbst lernen, mag es, in die Tasten zu hauen. Der Klavierunterricht fördert aber nicht nur die Musikalität, sondern bringt den Kindern noch viel mehr bei. Es beinhaltet Mathematik und Sprachen. Zum Beispiel die ganze Sprache in der Musik ist ja auf Italienisch. Sobald die Kinder die Fachwörter lernen, dann lernen sie auch Fremdsprachen. Mathematik, da können wir Rechnungen machen. Alles, was Plus ist, geht nach rechts. Alles, was Minus ist, geht nach links auf der Tastatur. Und Bruchrechnen, weil die Längen der Noten sind in ganze, halbe, Viertel, Achtel Noten angegeben. Das gibt schon einiges zu denken. Kinder können bereits ab 3,5 Jahren spielerisch mit dem Klavierspiel beginnen. Das Instrument bringt ihnen bei, auf verschiedenen Ebenen zu denken. Die Geistesentwicklung wird durch das Klavierspiel sehr stark gefördert. Einerseits durch die Koordination, weil die rechte Hand etwas anderes macht als die linke Hand und dann auch das Pedal mit dem Fuß dazukommt. Und das sind verschiedene Schichten, die man unabhängig voneinander denken muss. Das fördert schon das Gehirn. Okay. Die Kinder lernen, sich zu konzentrieren. 30 Minuten lang ist eine Unterrichtsstunde. Spielerische Elemente und reines Üben werden abgewechselt, um die Kinder nicht zu überfordern. Das Klavier ist gut geeignet, weil man dem Instrument sehr schnell Töne entlocken und relativ schnell kurze Lieder spielen kann. Das gibt den Kindern Selbstbewusstsein und motiviert sie. Auch das Sozialverhalten wird gefördert. Man lernt die Kommunikation miteinander. Kommunizieren, vielleicht in einer Improvisation, einen Dialog führen, aber auch die Musik als Sprache, dann die Kommunikation zusammen mit anderen Kindern im Zusammenspiel. Einmal die Woche Unterricht genügt, um einen positiven Effekt zu erzielen. Und wer sich nicht gleich ein Klavier anschaffen will, weil man nie weiß, wie lange das Kind Freude daran hat, kann sich das Instrument auch über eine längere Zeit ausleihen. Nicht nur Kinder profitieren vom Klavierspiel. Auch Menschen nach einem Schlaganfall. Das haben Neurowissenschaftler der Universität in Barcelona erforscht. Sie wenden bei akuten und chronischen Schlaganfallpatienten Klaviertherapie an. Wenn man Musiker untersucht, die Musik hören, sieht man, dass bei ihnen Aktivität im Bewegungszentrum des Gehirns stattfindet. Das ist merkwürdig, dass man allein durch Musik hören sein motorisches Gehirnzentrum anregt. Es gibt offenbar eine Art Resonanz. Das heißt, wenn man trainiert ist, Klavier zu spielen, dann denkt man beim Hören daran, wie man das spielen könnte, und deshalb hat man eine Reaktion auf das Bewegungszentrum im Gehirn. Der Neurowissenschaftler und sein Team haben in einer Studie sowohl chronische als auch akute Schlaganfallpatienten untersucht. Anhand der Magnetresonanztherapie konnten sie nachweisen, dass die Patienten nach dem Klavierspielen eine verstärkte Aktivität im motorischen Zentrum des Gehirns aufweisen konnten. Das Hörzentrum und das Bewegungszentrum im Hirn waren besser vernetzt. Zudem konnte die Feinmotorik der Patienten verbessert werden. Heute kann ich meine Körperpflege alleine machen und mich selbst anziehen. Das ist das Wichtigste. Denn wenn du quasi eine vollständig invalide Person geworden bist, bist du von allen abhängig.
Die Klaviertherapie wird europaweit nur in Barcelona und in Finnland angewendet. Sie ist noch Teil eines Forschungsprojekts. Um sie eines Tages etablieren zu können, müssen noch mehr Studien mit mehr Patienten durchgeführt werden. Fest steht aber heute schon, dass die positiven Emotionen, die die Schlaganfallpatienten beim Klavierspiel erleben, ihre Heilung fördert. Das hat der Neurowissenschaftler ebenfalls in einer eigenen Studie festgestellt. Die Patienten kamen einen Monat lang jeden Tag die Woche für eine halbe Stunde. Und wir haben ihre Gemütslage aufgezeichnet. Wir konnten einen Anstieg ihrer positiven Gefühle messen. Und wenn wir das mit einer Kontrollgruppe von gesunden Menschen verglichen haben, konnte man eine Verminderung von depressiven Symptomen sehen. Und das war ein sehr deutliches Ergebnis. Das zurzeit modernste Klavier der Welt wurde in Paris entwickelt. Das Designstudio Peugeot Design Lab und die Klaviermanufaktur Pleyel haben einen Flügel geschaffen, der technisch und optisch neue Maßstäbe setzt. Cyril Vaisson de Pradenne war maßgeblich an dem Projekt beteiligt. Er ist sowohl Designer als auch Pianist und konnte sich mit dem modernen Flügel einen Kindheitstraum verwirklichen. Das Wichtige an dem Projekt war, dem Klavier nicht einfach unmotiviert einen neuen Stil zu geben. Weil ich selbst Klavier spiele, war die Absicht, dem Pianisten etwas zu geben, seinen Empfindungen. Ich habe mich inspirieren lassen aus der Zeit, als ich noch klein war. Ich habe mich als Kind auf einen Schemel gestellt, um zu sehen, was im Inneren des Klaviers vor sich geht, wenn man spielt. Ich habe mir gesagt, das müsste man erfinden. Ein Klavier für Erwachsene, bei dem man während des Spiels in das Innere schauen kann. Und jetzt habe ich ein ganz neues Gefühl in Bezug auf die Akustik. Der Ton kommt sehr direkt und rein zurück, weil es kein Hindernis gibt zwischen Pianist und den Saiten. Die Entwicklung des Klaviers erforderte monatelange Recherchen, Studien und Tests durch Designer, Techniker und Akustiker. Ziel war es, etwas komplett Neues zu designen, ohne die Klangqualität zu verlieren. Und die traditionelle Handwerkskunst des Klavierbauens mit der Erfahrung der Autoindustrie zu verbinden. Die Autodesigner sind es gewohnt, dass ihre Kreativität stark eingeengt ist durch die Ansprüche der Funktionalität. Auch deshalb war es interessant, sich dem Thema Klavier zu nähern. Mit seinen Dimensionen, seinen Begrenzungen, was das Gestell, die Mechanik und die Tastatur und alles Weitere betrifft. Wir haben Formen geschaffen, die sehr neu sind, sehr alternativ. Alles, was die Mechanik und den Ton betrifft, haben wir in den historischen, traditionellen Materialien belassen. Nur die äußere Hülle, die dem Objekt seine Ästhetik gibt, ist aus Kohlefaser. 2 Jahre haben die Mitarbeiter von Pleyel, der ältesten Klaviermanufaktur der Welt, und die Designer von Peugeot Design Lab zusammengearbeitet. Design und Funktionalität auf einen Nenner zu bringen, war nicht einfach. Die Technik eines Klaviers erlaubt keine uneingeschränkte Freiheit beim Design. Die innovativste Neuerung wurde bei der Mechanik vorgenommen. Sie befindet sich auf einer Höhe mit der Klaviatur. Der Pianist hört den Klang viel unmittelbarer. Bis zuletzt wussten die Designer nicht, ob ihnen das Klavier der Zukunft wirklich gelingen würde. Das erste Mal, als ich das Klavier sah, fühlte ich eine Mischung aus Nervosität und Begeisterung. Es war 2 Jahre, nachdem wir angefangen haben, das Klavier zu bauen. Ich hatte das Gefühl, oh Gott, ist es wirklich so gut geworden, wie wir es haben wollten, und wie wird das jetzt klingen? Da waren sehr viele Gefühle. Der futuristische Flügel wird in limitierter Stückzahl produziert. Für 230.000 Euro ist das Designmodell zu haben. Die ersten Bestellungen liegen bereits vor. Wer nicht das Geld oder den Platz für einen Flügel hat, der kann aus einer Vielzahl an akustischen und digitalen Klavieren auswählen. Das Musikhaus Jeklin in Zürich bietet Klaviere zwischen 5.000 und 40.000 Franken an. Seit einigen Jahren machen Digitalpianos dem klassischen Klavier Konkurrenz.
Als die Digitalpianos wirklich massiv aufgekommen sind, da haben wir natürlich einen starken Stückzahlenrückgang in den akustischen Instrumenten gehabt. Die sind aber eigentlich plus minus durch die digitalen Instrumente kompensiert worden. Und heute ist, denke ich, auch das digitale Instrument ein ganz, ganz wichtiger Part für die Klavierspieler, weil es vielen Leuten den Einstieg in den Klavierspielbereich überhaupt ermöglicht. Viele würden sich mit dem akustischen Instrument aufgrund der Wohnsituation oder auch wegen der Kosten- und Transportsituation nicht rantrauen. Und die würden eigentlich nur dann sagen, okay, dann ein anderes Instrument, aber kein Tasteninstrument. Ein Bestseller ist zurzeit das Silent Piano von Yamaha für 7.000 Franken. Es ist ein vollwertiges Klavier mit einer traditionellen Mechanik und einer Klavierakustik. Doch es kann jederzeit umgestellt werden auf eine lautlose Elektronikfunktion. Über ein Pedal wird eine Arretierung aktiviert, sodass die Hammerköpfe nicht mehr auf die Saiten schlagen. Man bekommt den Klang nur noch elektronisch über den Kopfhörer. Durch den Erfolg solcher und anderer asiatischer Digitalpianos mussten einige europäische Klaviermanufakturen schließen. Es sind sehr viele kleine Klavierbauer verschwunden oder suchen heute Kooperationen mit anderen Klavierbauern, um diesem Druck aus Asien standhalten zu können. Was aber bereits wieder der Fall ist, der chinesische Markt hat vor einiger Zeit etwas Furore gemacht und auch Szenarien aufkommen lassen, dass man Angst hatte. In der Zwischenzeit sind die Stückzahlen an chinesischen Instrumenten, die importiert werden in die Schweiz, wieder deutlich rückläufig. Industriell gefertigte Klaviere verfügen nicht über die hochwertigen Materialien, die eine Manufaktur verwendet. Das spiegelt sich natürlich auch im Klang wider. Ich glaube, dass wir bei vielen Menschen auch eine Rückkehr eigentlich zu dem nicht digitalen Klangelementen haben und dass gerade der akustische Klang, der lebendige Klang der Instrumente einen besonderen Reiz auf die Musik selber mit sich bringt oder in der Musik selber leben lässt. Die Vielfältigkeit, die ein Klavier bietet im eigenen Ausdruck, die bietet einfach ein Digitalpiano oder ein elektronisches Instrument auf Dauer meines Erachtens nicht. In Salzburg geht ein Konzert zu Ende. Auf einem Klavier, dem man Zeit gelassen hat, einen Klang zu entwickeln. An dem Menschen mit Hingabe gearbeitet haben. Das ist es, was ein gutes Klavier ausmacht. Eigentlich ist es das Schönste, wenn ich sehe, dass mich ein Pianist für einen einzigen Akkord, für einen einzigen Klang, für ein einziges Timbre Minuten, vielleicht sogar Stunden beschäftigt. Und ich weiß nicht, ich kann diesen Klang nachvollziehen, aber ich kenne den Sinn, den Kontext nicht. Und ich sitze im Konzert und plötzlich höre ich diesen Ton. Dann weiß ich, es hat sich alles gelohnt. Sie sahen 88 Tasten, 1000 Emotionen, das Klavier. Sie können die Sendung als DVD in unserem Online-Shop bestellen oder die Sendung ohne Zusatzmaterial in unserem Online-Shop herunterladen.